Das Classic-Marketing erlebt rosige Zeiten. Mit muskulösen Schönlingen umwirbt etwa die Plattenfirma Teldec die schwule Kundschaft. Die CD Sensual Classics bietet 16 musikalische Höhepunkte von Schubert bis Brahms für die schönen Stunden zu zweit. Sensual Classics gibt's übrigens auch in der Hetero-Version. Auch für gestresste Menschen sind sogenannte Classic-Compilations zu finden. 3 Minuten Chopin, 5 Minuten Dvorak und die Last des Alltages ist verflogen. Oder Gardening Classics, die Compilation für den musischen Hobbygärtner, inspiriert beim Umtopfen und Rosenschneiden. Die Compilations verkaufen sich bei uns jetzt auch sehr gut. Am Anfang haben wir ein bisschen gezögert, weil wir gefunden haben, wir als Klassik-Spezialgeschäft müssen das nicht haben. Aber das ist trügerisch, weil viele Leute verlangen das. Das Geschäft mit der Klassik boomt. Verkauften sich in der Schweiz 1985 rund 250.000 klassische Tonträger, waren es 1994 bereits 450.000. Mitte der 80er Jahre begannen die Plattenfirmen, ihre alten Aufnahmen auf Compact-Disc zu recyceln. Die CD kurbelte den Umsatz klassischer Tonträger an. Seit einigen Jahren aber ist das Repertoire erschöpft, der Markt gesättigt. Die Folge? Die Werke der großen Meister werden zerstückelt und als Compilation zum Best-of-Brei vermischt. Für die Plattenfirma ein willkommenes Mittel, das Geschäft neu anzukurbeln. Also wir versuchen von der Schallplattenfirma aus mit den Compilations die möglichst grosse Masse zu erreichen. Wir versuchen einen Demokratisierungsprozess einzuleiten, dass also Leute, die bis jetzt mit dieser Musik noch nicht, mit dieser Kultur möchte ich sagen, noch nicht in Berührung gekommen sind, dass die in Berührung kommen, dass die Musik auch gerne bekommen. Die Compilation als Einstiegshilfe in die klassische Musik. Die Rechnung scheint aufzugehen. Die Compilations bewirken, dass Kunden so also zur Klassik kommen. Leute, die vorher keine Klassik gehört haben, entdecken ein Stück oder zwei, finden das schön und fragen dann, was ist das? Also man kann so also auch jemanden zur Klassik gewinnen, der vorher vielleicht mehr Unterhaltungsmusik, Barmusik gehört hat, durch diese Compilations dann auf den Geschmack kommt von der Klassik. Die drei Tenöre. Eine andere Form von Einstiegshilfe in die Klassik. Die Star-Tenöre Pavarotti, Domingo und Carreras zelebrierten mit ihrem Konzert anlässlich der Fußball-WM 94 das perfekte Event-Marketing. Dank der weltweiten Fernsehübertragung lief die Vermarktung des Konzertes auf Tonträger wie von alleine. Rund 7,5 Millionen Mal verkaufte sich die CD der drei Tenöre. Zum Vergleich, von der neuen Madonna-CD gingen im gleichen Zeitraum nur ca. 5 Millionen Stück weg. Die Klassik nähert sich der Rockmusik, aber nicht nur punkto Verkaufszahlen. Also wenn man so die letzten paar Jahre anschaut, dann haben wir im Marketing von der Klassik auch sehr oft beispielsweise T-Shirts verschickt an Kunden. Wir haben Sweater verschickt, wir haben Regenschirm verschickt mit Aufdrücken von Künstlern, wir haben Konzertbilette organisiert, grosse Partner geschmissen nach dem Konzert. Wir haben ähnliche Marketingkampagnen, Werbekampagnen geschaltet. Wir sind als TV gegangen mit Fernsehwerbung, wir sind an Radio gegangen mit Radiowerbung. Also von dort her sehr, sehr pop-minded. Die Konkurrenz schläft nicht. EMI Records schnappte sich die erst 16-jährige Vanessa May und verpasste der Geigerin ein Lolita-Image. Die gebürtige Asiatin ist der neueste Verkaufsschlager in der Branche. Ihre Interpretation von Bachs Toccata und Fuge verkaufte sich weltweit 500.000 Mal. Da hüpft Klein Vanessa für mehr Marketing-Transparenz auch mal ins Wasser. Als Künstlerin muss man improvisieren können. Wir drehten das Videoclip auf Ibiza. Ich dachte sofort, wir müssen etwas im Meer drehen. Ja, ich dachte, man müsste die natürlichen Ressourcen verwenden. Wir drehten die Szene und ich finde sie großartig. Alle Achtung! Obwohl erst 16, weiß sich Vanessa May optimal zu verkaufen. Neben und auf der Bühne. Vanessa Mays Aufstieg ist nicht mehr aufzuhalten. Erstaunlicherweise kaufen das bei uns auch bestandene Klassik-Leute, die vielleicht ihre Sparte haben, aber doch noch so eine junge Geigerin kaufen, weil sie gesehen haben im Fernsehen. Und weil sie sich ein bisschen speziell gesehen haben.
Kein Wunder, dass bei so viel kindlicher Erotik auch traditionelle Klassik-Anhänger schwach werden. Die Verpackung ist das Erfolgsgeheimnis, auch wenn Vanessa May diesen Vorwurf kontert. Seit Menschengedenken wollen Frauen und Männer attraktiv aussehen. Das Aussehen hat aber auf eine musikalische Karriere keinen Einfluss. Ansonsten hätte jedes Supermodel automatisch eine Hitsingle. Nein, nur die Musik kann die Leute packen. In einer Woche konzertiert Vanessa May am Frauenfelder Open Air Out in the Green, im Vorprogramm von Rod Stewart. Nach ihrem Konzert vor 3 Tagen in London zweifelt niemand mehr daran, dass der Kinderstar für sein erstes Schweizer Konzert bestens gerüstet ist.